Hi, meine lieben Gruselfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen heute The Closing Shift von Schillers Art und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Wir spielen eine junge Dame, die in einem Café arbeitet und eigentlich ein stinknormales Leben führt. In welche Richtung sich das Ganze aber entwickelt, erfahrt ihr hier im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Neues Spiel, neues Glück. Ja, ich habe schon mal gespielt, ist aber ihr wurscht. Wir spielen es gemeinsam. Hier auf YouTube. Loading. L-O-A-D-I-N-G. Oh nein. Ich komme zu spät zur Arbeit. Ich sollte jetzt eigentlich schon auf dem Weg sein. Okay. Na dann. Warum rennt's hier? So soll das so sein? Moment mal. Wieso ist das Game so leise? Schon volle Pulle. Das ist einfach bei mir so leise. Kann natürlich möglich sein. Ich hoffe, für euch ist es nicht zu laut. So. Gehen wir mal zur Arbeit. Kann ich eigentlich die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterdrehen? Geht das hier bei dem Game? Ah, sehr schön. Perfekt. Das freut doch mein Herz. Was? Hier klingelt's. Gehört das Telefon? Warum liegt es hier? Hallo. Du wolle Handy kaufen? Nein, Spaß. Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, suchen Sie etwas? Ich habe das hier gefunden. Her damit! Hey, chill mal, Junge. Danke, hätte es auch gereicht. Wir gehen zur Arbeit. Jawohl. Das ist mein Auto. Bin ganz stolz drauf. Mir selbst erspart. So. Na dann. Stand da gerade einer? Immer so, als hätte ich jemanden gesehen. Hallo? Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. Oh, Senpai. Bin mal so frei. Oh. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Sei vorsichtig. Beim nächsten Mal werde ich es dem Manager melden. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde verantwortungsvoller sein. Das reicht aber nicht. Sag mir, dass du dich nicht noch einmal verspäten wirst. Hast du verstanden? Ja, Sir, ich werde in Zukunft pünktlich sein. Außerdem hast du ein paar Bestellungen vermasselt, nicht wahr? Falls du Probleme mit einer Bestellung hast, gibt es Tutorial-Videos zum Ansehen für dich. Okay, ich schaue sie mir an. Oh, und noch etwas. Leg dein Handy in den Spind. Während der Arbeit wird nicht getextet. Ja, Sir. Das habe ich bereits gemacht, du Dumpfnudel. Hallo, hallo, wohin? Hallo, du hast die Tür offen gelassen. Du Dumpfschnabel, du. Hallo, sie haben die Tür offen gelassen. Das ist ein Geist, der lebt gar nicht mehr. Da ist gar keiner im Auto. Hilfe! Mein Boss ist ein Geist. Ich bin hier in der Falle. Ich will nach Hause. Ich kündige. So.
Tutorial brauche ich aber nicht, denn ich weiß ja so in etwa, was zu tun ist. Oh. Runter. Takashi, haben Sie Schillers Coffee gesagt? In so einem schicken Laden war ich noch nie. Ich fühle mich unwohl. Etwas ist seltsam an diesem Ort. Meine Tochter ist ein Fan von diesem Café und jetzt bin ich hier, jedoch. Die Getränkewahl überlasse ich Ihnen. Oh, ich mische was? Zwei Getränke. Möchten Sie ein Latte und einen Kaffee? Oh, das geht in Ordnung. Es ist hier echt ungemütlich. Ich gehe woanders, wenn ich den Scheiß saufen. Aber wie können Sie für sowas solche Preise verlangen? Damit du, ein Kunde wie du, nicht mehr wiederkommst. Bestellung, ein Kaffee, okay. Ob wir das schaffen. Also ein Becherlein. Kaffee. Fertig. Wir stellen ihn ab. Ein Deckel. Zack. Tschüss. Noch was. Verschämter Lump. Ein Kaffeelatte. Glaube ich, heißer Kaffee mit Milch, ne? Probieren es mal, ob ich es hinkriege. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich guck mal, wenn nicht, dann muss ich nochmal machen. Extra Wünsche haben, ja, das liebe ich ja. Also die Milch an sich war richtig, aber die muss aufgeschäumt werden, okay. Und noch einmal. So, aufgeschäumte Milch. Und entweder nimmst du jetzt deinen Kaffee und gehst. Oder lässt mich zufrieden. So, jetzt bitte. Wiedersehen. Kommen Sie bloß nicht wieder. Seien Sie am Geld. Ein verschämter Lump. Ich überhaupt ein will. Wer ist? Sind wir hier? Okay, nix. Ja, das ist mein Café. Ich hoffe, er gefällt euch. Kommt gerne mal vorbei bei Schillers Art. Hot Chocolate and Chocolate. Da kommt jemand. Jetzt aber ehrlich. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Es soll verstärkt Stalker geben. Nicht beängstigend. Eine Frau wie ich muss vorsichtig sein. Alle Kerle starren mich immer an. Also passen auch Sie auf sich auf. Nun, Sie müssen sich nicht so viele Sorgen machen wie ich. Aber Sie sollten trotzdem auf der Hut sein. Was soll das für eine Unverschämtheit sein? Einen dunklen Mocha Chip Chilapuccino, bitte. So, Chocolate Chip Chilapuccino, mal gucken. Also. Das ist ein heißer Chocolate, nicht ein kalter. Eis, Kaffee. Milch erstmal. So, Eis müssen wir klein machen. Hat
jetzt das Eis klein gemacht oder nicht, die Dumpfnudel? Eigentlich müsste sein, wa? Ich hoffe es. So. Wir haben den kalten Kaffee. Wir haben Eis. Wir haben Milch, Schokosauce und Kakaopulver. Milch? Schokosoße und Kakaopulver. Ist Kakaopulver? Ich habe da den kalten Deckel genommen. Mann, du blöde Sau, Mensch. Mach doch mal die Mist hier drin, so jetzt. Jetzt Eis drin. Das Eis. So. Haben wir. Schokosoße und Kakaopulver. Nee. Milch, Schokosoße und Kakaopulver. Wieso hat das eh nicht funktioniert? Geh weg. Manchmal ist schon ein Ding. Manchmal macht er auch die Sachen nicht, die er machen soll. Oder kommen Männer? Zwei, drei, vier gleich auf einmal. Welchen soll ich denn denn nehmen? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Hallo? Eine Matcha-Kuchen, bitte. Hör auf zu schubsen. Ein Salted Caramel Matcha. Dann nehme ich einen Matcha-Chilappuccino. Du schaffst das. Du schaffst deine Getränke nie. Lass uns einen teilen, Alter. Sicher, lass uns das machen. Einen Kürbiskuchen. Ich denke, ich nehme auch was zu essen. Du kannst zuerst bestellen. Ich nehme heiße Kakao. Heißer Kakao? Dein Ernst? Ich bin momentan knapp bei Kasse. Das hättest du direkt sagen sollen. Komm, ich gebe dir eine aus. Was möchtest du trinken? Ja, aber. Na, raus damit. Er hat mehr als genug Geld. Nein, das nicht. Aber du kannst trotzdem bestellen, was du willst. Wenn das so ist, möchte ich einen White Mocha. Okay, auch was zu essen? Nein, nur was zu trinken. Ach, komm schon. Hol dir auch was zu essen. Aber, okay, amerikanische Waffeln. Waffeln. Danke, ihr beide. Okay, das war das mittlere. Wow. Unglaublich, dass sie sich das alles merken konnten. Werden wir. Das wird auch noch eine Weile dauern. Okay, ganz ruhig.
Matcha-Chilla-Puccino. So, jetzt gucken wir ganz in Ruhe. Matcha-Chilla-Puccino. Hier ist kalt. Eis zerkleinern, Milch, Matcha-Pulver und Schlagsahne. Das ist alles? Eis zerkleinern, Milch. So, Moment, erstmal Eis zerkleinern. So. So, Eis ist drin. So. Eis haben wir zerkleinert. Dann kommt Milch, Matcha-Pulver und Schlagsahne. Milch. Matcha-Pulver. Und Schlagsahne. Da bestimmt Bier, nicht wahr? Wo ist die Reihenfolge entscheidend? Ich glaube nicht, ne? Oh, hat funktioniert. So, das nächste ist Matcha-Chiffonkuchen. Ja. So, das nächste. White Mocha. So, White Mocha. White Mocha ist warm. So. Kaffee, aufgeschäumte Milch und weiße Schokosoße. Kaffee, aufgeschäumte Milch. Weiße Schokosoße. Ist das die weiße Schokosoße? Ja. Okay. So, was jetzt noch? Kürbiskuchen. Ah. So, was kommt jetzt? Salted Caramel Mocha. So, ist auch wieder heiß, okay. Kaffee, aufgeschäumte Milch erstmal. So, Kaffee, aufgeschäumte Milch. Karamell, Haselnusssirup und Schokosoße. Karamell, Haselnusssirup und Schokosoße. So, hat geklappt. Weiter. Amerikanische Waffeln. Jemand hier, glaube ich, ne? Nee, wollte ich nicht. Da ist amerikanische Waffel. Und den ganzen Schmutz hier nicht mal wegwerfen. So.
haben wir jetzt noch? Amerikanische Abwehr. Guck mal, gut, den hätte ich halt auch lassen können. Amerikanische Abwehr. Ja. So. Oh. Oh Gott, wir haben es geschafft. Das ist ja unglaublich. Guten Appetit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nicht eben geblinkt. Da blinkt schon wieder. Oh Gott. Hier ist meine Bestellung. Guten Tag erstmal, wie wäre es damit? Ein Latte. So, jetzt gucke ich nochmal richtig nach, wie das gemacht wird. Heißer Kaffee mit aufgeschäumter Milch. Okay. So, bitteschön. Ich bin ein Privatdetektiv. Sieht so aus. Ist Ihnen hier irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? In letzter Zeit haben sich Belästigungsfälle angehäuft. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht etwas gesehen haben. Rufen Sie mich an, wenn was passieren sollte. Versuchen Sie früher zu schließen, wenn Sie keinen Ärger wollen. Ach, dann bin ich schuld, ja, weil ich eine Frau bin und arbeite und mich belästigt. Ach, was hast du den Laden verlässt, du Schuft, du. Fege den Boden. Dann fegen wir den Boden. Dann brauchen wir erstmal einen Besen. So. Fegen wir den Besen, wir machen Maschine sauber. So eine Schweinerei. Fegen schnell den Besen, machen weg die Schweinerei. Wischen hin, wischen her, ja, das ist doch gar nicht schwer. Wie haben denn die gesaut, die Schweine hier? Was haben die gemacht? Nummer 3. Nummer 4 und 5. Was tut los? Hilfe! Ich werde überfallen! Ich muss nach Hause! Hilfe! Ich sehe nichts! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Ist alles dunkel! Was ist das denn? Ich laufe mal an der Wand lang, dann sehe ich mehr. Sehe nichts. Muss das so dunkel sein? Kann ich denn das heller stellen? Kann man nicht die Helligkeit heller stellen? Doch hier. Bisschen wenigstens. Ich sehe ja gar nichts hier. Die Toilette, da will ich aber nicht hin. Hier hin. Nee, ist verkehrt. Hier hin will ich. Nee, wo gehe ich denn hin? Die Eisbox, wo bin ich denn hier? Hier müssen wir hin. So.
Hat er irgendwie Licht? Herausgefallene Milch? Wo kommt die denn her? Wieso liegt denn hier Milch? Wer war das? Ich werde die scheiß Kassette nicht haben. So? Oh, ein kleines Schiller. Chinchilla. So, ich schmeiß hier. Kann ich den Kühlschrank machen oder muss ich Müll schmeißen? Komisch. Elf Uhr fünfzehn. Erste Schicht haben wir geschafft. Ist kalt und Durst habe ich auch. Kann mich gerade nicht bewegen. Ah. Jetzt aber auch so ein süßes Chinchillaschen. Na dann wieder ab zur Arbeit. Die Pflichtrufe kommen bestimmt wieder zu spät. Wetter und Sturm kommt auch noch scheinbar. Schon unheimlich hier der Parkplatz, ne? Ja dann, los zur Arbeit. Das ging aber schnell. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden, schon wieder. Bevor jetzt hätte ich ein Déjà-vu. Hey Senpai. Hey, ernsthaft? Du bist schon wieder zu spät. Hast du verschlafen? Es tut mir so leid. Nein, nicht es tut mir leid. Du sollst gefälligst pünktlich sein. Sehr gut. Das ist schon das zweite Mal. Entschuldigung. Etwas der Begeisterung würde gut tun. Denkst du nicht? Warum fragst du nicht deine Mutter, ob sie dich wecken kann? Die werde ich gleich mal helfen. Du raus! Raus aus meinem Laden! Los! Du! Geisterfahrer. Nicht. Ist hier einer Drive-In? Nicht. Oh Gott! Alter! Klumpatsch ist hier. Hier ist meine Bestellung. Ein Kaffee. Ich habe gar kein Auto. Entschuldigung. Doch, hier ist ein Kaffee. Das hat ja zwei Nasen. Noch was? Aha. American Scone Caramel Toffee. Das habe ich auch gesehen. Hier unten. Warte. Da. Hab ich auch genau gesehen. Da. Noch was. Amerikanischer Apfelkuchen. Der langt aber zu heute. Amerikanische Waffeln. So. Noch was? Nee, fertig. Oh. Ah. Hey. Hey, junge Frau. Vielen Dank. Hm?
Sie sehen beeindruckt aus. Kein Grund, mein Japanisch zu loben. Ich lebe hier bereits seit mehr als 15 Jahren. Hey, junge Frau. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Irgendwas hat dieser Laden. Vielleicht liegt's an dem Kerl drüben. Welchem Kerl? Ich sehe nichts. Hä? Habe ich mir wohl nur eingebildet. Werden sie möglicherweise von Geistern verfolgt? Nun, vielleicht werde ich das. Wie dem auch sei, ich bin spät dran, also muss ich jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Boah, was für ein stranger Typ. Ich will nicht, dass mich jemand beobachtet. Lassen Sie das. Oh Gott, ich bin weg. Wo ist er denn? Ah, da kommt er schon. Oh, der bestellt schon, um was zu sagen. Vanilla Cappuccino. Moment mal. Hier. Eis zerkleinern und Milchbomber. So. Das da. So, das kommt hier rein. Dann brauchen wir Milch. Und dann Vanillesirup und Vanillepulver. Vanillepulver. Und hier Vanillesirup. Oh, hat hier klappt. Noch was? Ja. Einmal Milch. Wird in so einem Lehl auch einfach nur Milch so verkauft? Ich weiß gar nicht. Achso, der will auch einen Becher haben für. Was für eine Verschwendung. Oder im warmen Becher. Na gut, die Milch wird aber kalt sein. Sag mal, kann das sein, dass du mir gestern meinen Milchvorrat geklaut hast, du Schuft? Da willst du mich verarschen. Wieso wird er so viel Milch haben? Und ist ja alleine. Was stimmt doch mit dem komischen Typ nicht? Der ist doch nicht ganz dicht. Immer ein Latten am Zoll. Oh, hi. Sieht aus wie Ken von Barbie. Du bist süß. Kann ich deine Nummer haben? Wollen Sie was bestellen? Dein Herz. Ich denke, ich richte mich nach deiner Empfehlung. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Wir können den für nur limitierte Zeit verfügbaren Double Chocolate Cappuccino empfehlen. Verstehe. Was ist deine Handynummer? Ich sehe echt gut aus, nicht wahr? Da wird es mir auch die Sprache verschlagen. In dieser Gegend bin ich echt beliebt. Jetzt ist deine Chance.
Kontaktiere mich einfach, okay? Gib mir eine falsche Nummer oder bestell. Also, ich bin nicht der Mensch, der falsche Nummern rausrückt. Ich sag offen, ich gebe die Nummer nicht, also kriegt er einfach nur sein Chat ab, sein komischen Ding hier. Wie bist du denn drauf? Das wirst du bereuen. Ich gehe nach Hause. Der Ausgang ist rechts. Idiot. Da ist der Ausgang. Soll ich hier aufmachen? Hallo? Hallo? Da geht's raus. Bisschen flink, wenn ich bitten darf. Aus hier. Frag dich ja nicht mal wiederzukommen, du Schuft. Lass mal schon mal ehrlich, ja? Ich hätte ihn ja auch bescheißen können, das mache ich aber nicht. Ich hab da nicht mehr alle Senkel am Zaun. Bring den Müll raus und mach die Tische sauber. Ja, gut. Dann machen wir mal die Tische. Können wir mehrere Müllsäcke nehmen? Ja, lass mal die Müll rauskommen. Wieso ist die Tür noch offen? Ich habe die nicht aufgemacht. Das ist so gruselig, ne? Ohne Scheiß. Das ist echt creepy. Ich höre rechts mit Kopfhörer, da steht ein Auto. Steht einfach nur rum und wartet. Ist echt gruselig, ohne Scheiß. Ich gönne keinem Menschen, der sowas durchmachen muss. Das muss echt der absolute Horror sein. Was ist das? Er hat mich von draußen fotografiert. F27, der Wecker ist kaputt. Sendet Funkstörung. Okay. Oh, ich hab, da steht einer. Wir fahren jetzt in die Wohnung. Oh, verkehrt. Da wollte ich gar nicht hin. Du blöde Kuh! Alter, was ist das denn für ein Monster, ey? Passen Sie doch auf, wo Sie hingehen. Jesus, die Jugend von heute, du alte Schachtel. Warum ist dein Baby nackt? Haben Sie was dazu zu sagen, Sie alte, ekelhafte Frau? Ihr Baby ist nackt. Hat nichts anzuziehen, du. Oh Gott, ist sie hässlich. Ich muss weg. Nein, hässlich nicht, aber echt gruselig. Stopp. So. Ihr Kind ist immer noch nackt. Was soll das? Was haben Sie dazu zu sagen? Steht immer noch rum und wartet. Nur Verrückte hier. Natürlich ist sie nicht hässlich. Bin so rausgerutscht, sorry. So, Abmarsch. So eine blöde Alte, ohne Scheiß, ey. Oh oh, da beobachtet uns einer, wie wir mit dem Auto wegfahren. Oh, ich stell mir das so mega gruselig vor, ne? Stell dir mal vor, ey, du gehst ganz genau mal zur Arbeit. Und die ganze Zeit beobachtet hier deine ganzen Schritte, die du machst. Oh, ich krieg grad richtig Gänsehaut. Heute ist deine erste Schlussschicht.
Ich habe eine Frage. Kommen nachts seltsame Kunden? Achso, ich habe eine Frage. Kommen nachts seltsame Kunden? Ja, manchmal schon. Lass dich von ihnen nicht ablenken. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Es gibt eine Menge zu tun. Also, ich fürchte, jemand stalkt mich. So willst du mir weismachen, dass jemand an einer wie dir interessiert ist? Boah, Alter, dem würde ich gleich am liebsten die Maske über seinen Helm ziehen da. Ich komme dir zu Hilfe geflogen, wenn was passiert. Danke für gar nichts, du Waschlappen. Da offenbart man sich schon, sagt, dass man Hilfe braucht, dass man Angst hat und dann wird man nur ausgelacht. Verschämtheit. Oh, Drillinge. Die wilde Decke Herzdarm. So. Entschuldigung. So leid. Sorry, ich gehe auf die Toilette. Kannst du einen Macchiato für mich bestellen? Okay. Ich nehme eine Zimtschnecke, Churros und einen Becher Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Du willst so viel essen? Kein Wunder, dass du so dick geworden bist, sieht deine Nette Freundin. Hä? Seid ihr getrennt? Zusammen ist okay. Und ich nehme einen Matcha Cappuccino. Was? Einen Cappuccino? Das kann nicht dein Ernst sein. Hast du eine Ahnung, wie kalt es ist? Ich werde es überleben. Oh, was wollte Mary nochmal? Wollte sie nicht ein Macchiato? Du meinst Cappuccino. Sie wird sich noch erkälten. Nein, wird sie nicht. Weißt du, mir würde das nichts ausmachen, aber Mary schon. Du hast nicht mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe, oder? Was mitbekommen? Ein Karamell Macchiato. Heiß, bitte. Alles klar, ein heißer Karamell Macchiato. Oder Macchiato? Macchiato heißt, glaube ich, ne? Matcha Cappuccino. So, Moment. Also. Eis, Milch. Kalt auf jeden Fall. So. So, Eis und Milch haben wir drin. So. Was kommt noch? Matcha-Pulver und Schlagsahne. Ja, hat geklappt. Okay, weiter geht's. Erdbeersahnerolle. Halt. Erdbeersahnerolle. So. Erdbeerchuro. Kaffee und Schlagsahne. Oh, nimm mal den Kaffee mit, du Dussel. Karamell Macchiato. So, mal gucken wir mal. So.
Karamell Macchiato ist heiß. Also, wir brauchen Kaffee, aufgeschäumte Milch. Erstmal. Das schon mal hier hinstellen. So. Kaffee, aufgeschäumte Milch und Karamellsirup und Karamellsoße. Okay. So. Und das war's schon. Yay, ich hab's geschafft. Juhu. Oh, da kommt ein Mann. Danke. Ich zahl sie zurück. Ich zahl sie jetzt zurück. Okay, danke. Na dann. Hey. Quatschen ihn da hinten. Der Typ heute im Bus sah echt gruselig aus, oder? Ja, zum Glück sind wir woanders ausgestiegen. Wer weiß, vielleicht hätte er uns etwas getan, angetan. Yep. Aber wisst ihr was? Das würde ich gerne nochmal lesen, bevor wir weitermachen. Sah er nicht auch gefährlich aus? Ihr wisst schon, der Typ draußen. Ah, ich konnte ihn meilenweit atmen hören. Okay. So wie er mich ansah, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Ist er noch da? Oh Gott, da ist ja der Kopf. Was, wenn er mich entführt? Gruselig. Keine Sorge, dich will keiner entführen. Oh, wie gemein, ey. Seid echt tolle Freunde, ey. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Aber mal Spaß beiseite. Sollten wir nicht der Polizei Bescheid geben oder so? Nun ja, eigentlich hat er ja nichts gemacht. Außerdem will ich nicht in irgendetwas Unheimliches verwickelt werden. Nein, lieber Totschweigen. Du hast recht. Vielleicht ist er einfach nur irgendein Spinner. Latte bitte. Ein Latte. Das macht dann 370 Yen. 370 Yen. Also 4, 5, 6. 7 und einmal 100 Yen. 1, 2, hä? 2 mal 100 Yen. Macht dann 270 Yen. Hab nicht genug. Na gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich zahle den Rest. Was? Aber sei stets ein barmherziger Samariter. Das hat mir mein Vater mal gesagt. Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Holen Sie sich also was Warmes, ja? Für jemanden wie mich? Nicht der Rede wert. Gott sei Dank. Ach, übrigens, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein. Verstehe, dann wird Ihnen nichts passieren. Was soll das denn? Keine Ahnung. Muss der Stress der Armut sein. Armer Kerl. Kapiert? Entschuldigung. Ich nehme Vanillelatte. Einmal nur Latte. Das ist einmal Kaffee. Ah, zum Beispiel mit aufgeschäumter Milch, ne? Vielleicht merke ich mir das ja irgendwann mal.
So. Und er will haben Vanillalatte. Wahrscheinlich auch mit aufgeschäumter Milch und was dazu. Kaffee aufgeschäumte Milch und Vanillesirup. Okay, das ist eigentlich dasselbe. Ich habe sowas schmeckt, ich habe sowas noch nie getrunken. So, das war's, ne? Ja. Tschüss! Oh, mache die Tische sauber, okay. 5 Tische. Aber die Schlussschicht machen wir die einzige, weil haben wir nicht gestern dann auch schon zugemacht, also sauber gemacht. Strange. Echt mega strange. So, das ist sauer. Kommt hier noch was? Ein Verrückter. Soll ich da wirklich rausgehen? Also ich würde da nicht rausgehen, in echt. Keiner mehr, da weiß ich wirklich schon Geister. Er wagt es, die Tür zu schließen. Das Geräusch hier. Wo kommt das her? Kann ich den Fernseher nicht ausmachen? Was mache ich jetzt? Wo ich erst direkt hier hingehen. Da hängt was. Der Tag, an dem wir uns das erste Mal trafen. Ja, bei Schillers. Da hat sie mich angelächelt wie eine Blume. Nur an sie zu denken, ist mein Herz schneller schlagen. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich frage mich, ob sie auch anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubert. So wie sie es bei mir tut. Alter, das ist mein Job. Das ist schon creepy. Ich glaube, in dem Moment würde ich schon gar nicht mehr hingehen. 12.05 Uhr. Ob ich da nochmal hingehen würde, ey. Der Typ nimmt mich nicht für voll, sondern macht sich noch lustig über mich. Was? Milch, Banane, Kaffee, Fotos, Schraubenzieher? Was soll das? Das ist nicht witzig. Wer klingelt da? Ich habe gar keinen bestellt. Oh Gott. Ich kenne sie am besten. Vielleicht nicht so gut wie deine Mutter und dein Vater, aber schon bald werde ich Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben.
Oh, no. Ich wusste, sie fühlte genauso, wie ich es tat. Wir sind verliebt. Heute ist unser Jahrestag. Ach du Scheiße. Leider gibt es wirklich so eine kranke Menschen. Es ist voll furchtbar. In manchen, sehr vielen Fällen wird nichts unternommen, ne? Gar nichts. Sagen mal Polizei, also nicht immer, aber die meisten sagen dann, er hat ihnen nichts getan, also können wir nichts machen. Ja, soll das Opfer erst halb tot auf dem Boden liegen, bevor was passiert? Es ist traurig, dass da so wenig gegen gemacht wird. Aber ich glaube, es ist nicht auch schon, kann ich auch schon strafrechtlich verfolgt werden, Stalking, hier auch bei uns? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall wünsche ich keinem sowas, also das, ja. Fahren wir mal zur Arbeit. Was ist nur los? Das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Scheiß Ernst. Wo gibt's hier einen Bus? Da ist Bus. Das ist so gruselig, ey. Musst du alles berechnen schon, ist ja kein Zufall mehr. Auf den Bus warten. Boah, hab ich gerade erschrocken, der Typ da steht, ey. Was hat der denn eben? Was hat denn gemacht? Immer rückwärts gestolpert. Ah, wie lustig. Dreh dich um. Dreh dich um, du. Weg. Weg, 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 weg. Warum glotzt der mich so an? Stimmt, ihr Verrückte. Wenn er sagt, sie hat mein Handy aufgerufen, müsste man eigentlich schon wissen, wer es ist, ne? Aber mal abwarten. Wer da? Oh, mein Ohr, mein Ohr, mein Ohr. Stand da nicht gerade eben einer? Ich sehe schon, hab schon Hallus. Ich sehe schon, was stehen, wo nichts ist. Jetzt machen. Ich weiß, die Performance ist ein bisschen strange. Mit Senpai reden und Sachen wegnehmen, okay. Hallo? Senpai? Hallo? Wo ist denn Senpai? Macht er vielleicht ein kleines Häufchen? Muss er groß machen auf die Toilette? Scheiße, du hast mich erschrocken. Du hast mich gesehen, bevor du geschrien hast, du Depp. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf der Toilette bin. Woher soll ich denn wissen, dass du auf dem Klo sitzt? Gott verdammt. Mach dich an die Arbeit. Hast du gespült, dir die Hände gewaschen, Schwein? Hallo, Hände waschen. Du Schwein, du. Oh, er hat die Tür mal zugemacht, erstaunlich, ja. Ich höre ein Auto. Guck mal hier, Drive-In. Karamell Macchiato. Wie funktioniert der nochmal? Ist kalt. Eis, Kaffee, Milch. Eis, Kaffee, Milch. Eiskaffee, Milch,
Wo waren das jetzt hier? Eins. Kaffee, Milch und Karamellio. Das war doch der, oder? Ich bin bestimmt fatal so durcheinander gekommen. Heißer Kaffee, aufgeschäumte Milch, das haben wir, so. Heißer Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup und Karamellsoße. So. Karamellsirup, Karamellsoße. So. Ich kann doch sowas nicht. So, jetzt hat's funktioniert. Noch was. War dasselbe schön nicht gemerkt. Das hier. Aufgeschäumte Milch. Karamellsoße und Karamellsirup. Was denn jetzt noch? American Scone Toffee. Okay, und das hinten. Noch was. Nochmal. So. Da haben wir's. Ist schon zu, die Klappe, okay. Er ist nicht da, okay. Haben wir den bedient eigentlich, den Typen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich hoffe, ich schreie nicht zu laut. Es tut mir furchtbar leid. Oh. Wie Madame Medusa ist da. Ich hätte gern ein Matcha Latte und eine von diesen Waffeln nehme ich auch. Ein Matcha Latte und eine Waffel. Genau, der Matcha Latte und die Waffel, die sind köstlich. Die beiden nehme ich immer. Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Nein, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sie anbieten. Mein Sohn mag sie auch. Sind Sie allein? Ich gebe Ihnen das hier, wenn Sie möchten. Dieses Rosenkranzarmband soll das Böse abhalten. Sie sollten es behalten. Ich habe es von einer Werbesendung im Fernsehen gekauft. Sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Können Sie das glauben? Für nur 9.900 Yen. Wie ist das eigentlich ein Euro? Weiß einer von euch? Schreibt mal gerne rein in die Kommentare. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich habe davon sowieso eine ganze Menge. Heutzutage kann man Kindern leicht alles mit dem Handy kaufen. Echt praktisch. Nur ein paar Knopfdrücke entfernt. Nehmen wir mal. So. Matcha Latte. Kalt oder warm? Heiß. Vanille, Sirup, aufgeschäumte Milch und Matcha Pulver. Aufgeschäumte Milch. Aufgeschäumte Milch, Vanillesirup und Matcha-Pulver. Jetzt geht ja mal die Tür zu. Vanillesirup. Matcha-Pulver, glaube ich, hier, ne? Ja. So, bitteschön. Noch was? Oh ja.
Achso, die Waffe wollt ihr auch noch haben, ne? Amerikanische Waffe, ja. Danke für den Rosenkranz. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Was ist denn der Typ? Der hat hier gesessen vorhin noch. Hat jetzt gegangen, ne? Noch einer? Nö. Oh, da kommt jemand. Sie ist schön. Oh, eine Dame. Eine elegante Dame. Wie läuft denn die? Entschuldigung. Schwester, du bist echt süß. Kann es sein, dass du ein Model oder so bist? Nein, eigentlich nicht. Was für eine Verschwendung. Entschuldige, aber du solltest echt von deinem Style Gebrauch machen. Soll ich dich an meine Agentur vermitteln? Gib mir deine Nummer. Sorry, ich glaube, das ist nichts für mich. Verstehe. Mir egal, wenn du es bereust. Ich nehme einen Salted Caramel Mocha, bitte. Salted Caramel Mocha. Salted Caramel Mocha. Ja. Heißer Kaffee, aufgeschäumte Milch. Machen wir eins am anderen. So. Haben wir. Karamellsirup, Haselnusssirup und Schokosoße. Sehr lecker zu sein. Das hört sich was lecker an. So, bitteschön. Das war's. Tschüss. Wie die läuft. Der Wahnsinn, ja. Das neue Topmodel 2024, ey. Kommt sofort ins Finale. Kundschaft oder habe ich Feierabend? Ich weiß nicht. Oder kommt ein Auto? Ein Mann scheinbar? Ein Wunder. Ach, schön. Ich guck mir das jetzt eine ganze Weile mit an. Oh, wie schön. Hey, hey, es ist heiß heute. Ich nehme meinen Karamell-Cappuccino. Entschuldigen Sie mich, Sir. Können Sie sich bitte etwas anziehen und keine Szene machen? Kommen Sie schon. Ich bleibe nicht lange. Wäre es nicht ein Desaster, wenn sich ein Kunde erkältet? Nein, das ist nicht gekommen, das war mal nett. Was? Was? Machen Sie sich Sorgen? Um mich? Danke, aber es ist heiß heute. Es ist kalt draußen, wir haben gerade 1 Grad Celsius. Was? Es ist im einstelligen Bereich? Überrascht mich, dass Ihnen das nicht aufgefallen ist. Es wird noch kälter. Jetzt, meine Kleidung ist zu Hause. Kommen Sie morgen wieder, wenn Sie angezogen sind. Dann sollten Sie nach Hause gehen. Wie kann man so verpeilt sein? Ich verstehe es nicht. Putz die Toilette und bring den Müll raus.
mal die Müll zuerst, die Drecksarbeit. Wer hat denn schon die Tür aufgemacht? Ich war das nicht, die Tür ist schon wieder offen. Ich hätte jedes Mal Angst, dass einer hinter mir ist, ey. Die Tür geht immer wieder von alleine zu. Warum denn? Das Toilettenpapier ist alle. Wo gibt es denn noch ein bisschen auch hinten, ne? Und das Toilettenpapier. Das Klopapier ist alle. Wo ist denn das? Ohne Scheiß. Wo ist das Toilettenpapier? Ach hier. So, dann machen wir mal Feierabend. Haben wir uns verdient. Die Uhr läuft ab. Wir haben noch 1:41 zu leben. Wo ist denn der Kaffee jetzt weg? Ob das schlimm ist, wenn man nicht so viel schafft. Hallo? Hallo? Bin ich jetzt tot? Bei dem Film Countdown, ne? Wenn die Uhr abläuft, ist es vorbei. Muss jetzt nicht eigentlich irgendwas passieren hier? Also ich will nach dem Albtraum schon nicht mehr arbeiten gehen. Ich würde fristlos kündigen, ohne Scheiße. 9 Uhr. Wann hat der Horror ein Ende, ey? Ohne Scheiß. 12.17 Uhr. Gott. Oh, ich krieg wirklich richtig Schiss langsam, ohne Scheiß. Oh, wir werden schon beobachtet. Ich muss ganz dringend pinkeln. Das Klo.
Ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Ich bin. Ja, Leute, da bin ich wieder. Sorry, ich musste ganz drehen. Ich konnte nicht mehr aushalten. Okay, diesmal kein Briefchen. Hat der Stalker aufgegeben? Okay, wir müssen wieder zur Arbeit. Ich höre doch was. Warum? Macht dieses Kind dieses? Warum sieht man das Gesicht nicht? Creepy. Vielleicht auch ein Geist, was? Ist das Auto wieder ganz oder müssen wir immer noch mit dem Bus fahren? Nee, scheint repariert. Scheint repariert zu sein. Ja, wieder auf dem Scheißhaus. Nee, da ist keiner. Was ist denn los? Heute nicht zu Senpai gehen, oder was? Wieso liegen meine Sachen schon da? Meine Autoschlüssel. Oh, hallo, der Detektiv ist ja da. Meine Vermutungen haben also gestimmt. Ich bin froh, dass Sie mich kontaktiert haben. Es wird nichts bringen, die Polizei zu rufen. Die kümmert sich um nichts, um sich Arbeit zu sparen. Also sage ich jetzt mal nichts. Darum gibt es Leute wie mich. Ich werde mich mal umsehen, ob ich was finden kann. Danke. Können Sie nach Mr. Senpai suchen? Der ist mich auch nicht da. Schon strange, ne? Dass der nicht da ist. Was blitzt denn hier die ganze Zeit so? Was ist denn mit dem Auto? Rammt erstmal 20 mal die Karre da hinten. Die hat ihren Führerschein auch im Lotto gewonnen, ey. Frau und Mann. Oder zwei Frauen? Ich weiß nicht genau. Oder zwei Frauen wohl. Salted Caramel Mocha ist hier einfach köstlich. Du wirst ihn lieben, Senpai. Okay, dann probiere ich es. Einen Salted Caramel Mocha. Ich nehme einen dunklen Mocha Chip Chilapuccino. So, wie, du möchtest keinen Salted Caramel Mocha? Ja, heute möchte ich mal was anderes probieren. Ich halte heute schon ein. So ist das also. Aber ein Chilapuccino an einem Tag wie diesem. Du bist noch so jung. Weil er so lecker ist. Wie möchten Sie die Rechnung bezahlen? Oh, gibt es hier heute ein Fotoshooting oder sowas? Schreibt eine Zeitung über das Café? Nein, glaube nicht. Warum? Was? Aber ich habe draußen jemanden gesehen, der Fotos macht. Hä? Hat der Fotos vom Café gemacht? Ja, vom Café und von Ihnen. Mist, hätte mein Make-up machen sollen. Wovon redest du? Entschuldigen Sie. Wir zahlen zusammen, die Getränke gehen auf mich. Was? Bist du dir sicher? Vielen Dank, Senpai. Ich bin in der Zeit sehr gut drauf. Mein Sohn war früher ein verschlossener Mensch. Jetzt, wo er zur Schule geht, hat sich seine Laune gebessert. Dein Sohn geht in die Mittelschule, oder? Ja, ich hoffe nur, dass er nicht schikaniert wird. Ich habe keine guten Erinnerungen an die Zeit, als ich in seinem Alter war. Ich auch nicht. Okay. Sorted Caramel Mocha. Wir gucken ganz in Ruhe. So.
Heiß. Kaffee, aufgeschäumte Milch. So haben wir. Heißer Kaffee, aufgeschäumte Milch. Karamell und Haselnusssirup und Schokosoße. So, machen wir das. So, und zweite nochmal dasselbe, ne? Chocolate Cappuccino. Das ist ein kalter. Eis, Kaffee, Milch. So. Eis, Kaffee mit Schokoladensauce und Kakaopulver. Schokosoße. Und Kakaopulver. So, bitteschön. Scheint gestimmt zu haben. Wunderbar. Ich habe schon wieder Durst. Manchmal habe ich Durst, als hätte ich gefühlt tagelang nichts getrunken, ey. Hier eine? Denn die Auto? Oh, das ist echt unfassbar einfach. Das Game ist schon so lange draußen, der Bug ist uralt, ey. Ach, die alte Troller ist das. Genauso wie die Kinderwagen ankam, so fährt die auch Auto, so sieht so aus. Wieso geht die durch geschlossene Türen? Die bediene ich nicht, weigere ich mich. Ich hab sie nicht gesehen. Ich muss jetzt doch schnell nach Hause gehen. Achso, wenn ich mal guten Tag sagen kann, die blöde Alte. So. Sorted Caramel Mocha. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup. Was noch? Haselnuss-Sirup, Schokosoße kann ich mir nie merken. Haselnuss. Da ist ja gar kein Kind drin. Wo ist denn das Kind? Hat es auch gefressen? Da. Wo ist denn das Kind hin? Ohne Scheiß, wo hast du denn das Kind hingemacht? Oh, aber auspacken kann so gut. Was hier noch? Nee. Hier, wie war's? Nö. Oh, da kommt eine nette junge Dame. Überhaupt einfach mal, dass sie nett ist. Guten Abend. Ich scheine nett zu sein, die lächelt sogar. Das ist seltsam.
Ma'am? Oh. Entschuldigen Sie. Ich nehme das Übliche. Ich kenne dich gar nicht. Was nimmst du denn? Ach, das kann ich mir nicht merken. Sorry, muss ich nochmal gucken. Heißer Kaffee, aufgeschäumte Milch. Wow, hat's geklappt. Noch was? Karamell Macchiato. Der ist auch warm. Kaffee, aufgeschäumte Milch. Karamellsirup, Karamellsoße, ne? Was mit Sperma Karamell war da? Ja, perfekt. Noch was? Süße rote Bohnen und Butterbrot. Was? Reparieren Sie momentan die Antenne des Ladens? Antenne? Nein, Ma'am. Warum? Da war jemand auf dem Dach. Was? Es sollte sich jemand auf dem Dach befinden. Das könnte der Detektiv sein. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Vielleicht nur meine Einbildung. Wie dem auch sei, mein Getränk, bitte. Ich glaube nicht, dass das eine Einbildung war. Vielleicht war es ja wirklich der Detektiv bloß. Benutze die Leitung, um das Dach zu überprüfen. Die Tür ist schon wieder offen. Ja. Ich muss ja, ich habe ja keine Wahl. Ich habe ja nichts zu melden da. Ja. Oh, 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 oh. Ich ahne Böses. Ach du Scheiße. Der war die ganze Zeit hier bei uns im Laden drin. Alter. Ey, wie krank können manche Leute echt sein? Schließe das Café. Ich muss das Café schließen. Schnell! Nehmen wir vorher noch. Kommt ja gar nicht mitnehmen, okay. Scheiß auf das Schließen vom Café, hau doch einfach ab, ey. Würde jeder Chef Verständnis dafür haben. Scheiß auf das Produkt erzählen, ich würde die Bullen holen und so abhauen in die Polizei. Darfst du ja nicht sagen. Thank you.
das Geld noch. Wo ist die Kasse hier? Scheiße, das Geld zählen, ey, ohne Scheiß. Ich wäre hier weg. Ich wäre hier sowas von weg. Ich würde die Polizei rum den Laden offen lassen. Drehe das Schild auf Closed. Wir müssen weg, es gibt verschiedene Endings. Schraubenzieher. Komm, weg. Oh, das ist so furchtbar, ey. Man würde denken, das passiert gerade in echt. Komm, schneller. Dreh doch schneller die Schrauben auf, verdammt nochmal, Mensch. Oh Gott, der kommt, der tötet mich. Er bringt mich um. Nein! Schneller! Ich sterbe, ich bin tot. Er hat mich. Ich jetzt raus. Hier ist mein Auto. Hier ist nicht, das ist mein Auto. So scheißegal, welche Seite du nimmst, nimm doch einfach ein Auto. Mein Auto, ja und nun? Das sind Fotos von mir. Dann geh doch hoch, du dummes Weib. Steuerung, ich bin gerade alles rum hier. Ich weiß, gibt es mehrere Endings da. Oh Gott, der Detektiv hier ist tot. Na, warte mal ab, mein Freund, dir werde ich helfen. Wo ist der Arsch? Müsste der hier sein? Wisst ihr, was ist das verbuggt? Eigentlich müsste der jetzt hier sein, damit ich mir den Stein rausschmeißen kann. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wenn er aus dem Lüftungsschacht raus bin, müsste ich eigentlich zum Auto gehen können, wegfahren können. Das funktioniert aber nicht. Und ich weiß nicht warum. Ich hätte zum Auto gehen und wegfahren können dürfen müssen. Normalerweise müsste er mich jetzt hier eigentlich erwischen. Ja, komm. Oh Gott. Gibt es nämlich noch ein Ending? Ich glaube, zwei gibt es noch. Einmal das hier. Und dann gibt es noch zwei Endings. Oh Gott, du Dussel. Oh, dieses Piepen, Julia, was ist das? Ja, ist im Auto. Oh, du Arsch, ey. Ich glaube, es sind insgesamt drei Endings.
Einmal dieses Ending, wo er mich hier erwischt. Dann gibt es aber noch eins. Erneut versuchen. So. Und zwar. Ich muss kurz überlegen. Ja, ist gut. Indem wir einfach jetzt hier hingehen. So. Raus, da hat er mich. Boah, der sticht auf mich ein. Das ist so krank übel, einfach so furchtbar. Erneut versuchen. Okay, und dann. Genau. Das, was eben nicht geklappt hat mit der Leiter. So. Gehen jetzt hier hin. Holen uns die Leiter. Gehen hier rein. Gehen hier zu. Stellen hier hin. Und gehen aufs Dach. Holen uns den Stein. Hier lang. Und hauen ihm den Ziegelstein um den Kopf. Hat ja einen harten Schädel, hat man das gehört. So ein harter Schädel und nichts drin. Ich konnte gerade nichts machen. Ich habe einen Mann getötet. Als ich den Ziegelstein aufnahm, sah der Mann mich direkt an. Ich dachte, er würde irgendwie reinkommen und mich töten, wenn ich den Ziegelstein nicht fallen lasse. Er sah furchterregend aus. Ich kannte ihn nicht einmal. Warum hat er... Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte Angst. Ich bin zur Polizei gerannt. Ich habe der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Dann haben sie mich dahin mitgenommen, wo es geschehen ist. Und der Mann war verschwunden. Es war niemand mehr da. Die Polizei begleitete mich nach Hause und sagte mir, ich soll den Rest ihnen überlassen. Danach sind sie den Tatort untersuchen gegangen. Es ist vorbei. Nachdem was alles passiert ist, bin ich erschöpft. Jetzt will ich mich in Ruhe zu Hause erholen. Den Detektiv haben die Leiche nicht gefunden? Oder wie? Irgendwie hat Selbstmord begangen. Soll er empfangen. Bisschen Vodafone. Ausfall wieder. Kann mich gar nicht bewegen. Mit dem Kabel stimmt wieder was nicht. Ich sollte den Besitzer anrufen. Wo ist mein Handy? Oh, nicht schon wieder mit dem Handy, ey. Habe ich zwischen 10 und... Habe ich... Guck mal, hier ist Stumpfen. Habe ich gar keine 10. Hier links habe ich 6. Da guckt einer raus. Ich habe mir gerade in die Hosen gepullert vor Angst. Also hier in dem Spiel, hier ist der Fleck. Da draußen? Ist das mein Handy da draußen? Hat es fallen lassen? Ist keiner drin. Kann ich hier nach oben? Nee. Das sieht einfach so groß aus, ich ruhe mich einfach nur zu Hause aus. So. Jumping Girl noch da? Nee. Oder Kid, das weiß ich nicht, ob es ein Mädchen war.
Das dauert doch. Vor allen Dingen, wenn ich wüsste, dass mein Handy hier draußen liegt und hier so ein fremder Wagen ist, den ich nicht kenne. Nach allem, was passiert ist, würde ich sofort die Polizei rufen. Nein, Madame will wieder nach Hause. Ich würde doch niemals wieder in die Wohnung zurückgehen, wenn ich wüsste, dass das Handy hier draußen liegt. Nach allem, was passiert ist. Damit hat doch alles angefangen. Ohne Scheiß, ich würde doch einfach jetzt hier die Polizei rufen und doch auf gar keinen Fall wieder zurück in meine Wohnung. Das ist doch einfach nur selten dämlich. Also natürlich keine Rechtfertigung ist, jemand sowas anzutun, das meine ich damit nicht, aber trotzdem. Das ist einfach nur saudumm. Wieso ist die Wohnung nicht abgeschlossen? Ich könnte rein theoretisch die Wohnung wieder verlassen. Was passiert denn, wenn ich jetzt wieder rausgehe? Gar nichts, ne? Das Handy ist auch nicht mehr da. Wir müssen hier rein, ne? Vorhin frage ich mich, wie kann jemand sowas überleben, wenn er so einen Ziegelstein auf den Schädel kriegt? Das geht doch eigentlich gar nicht. Warum ist sie auch wieder nach Hause gegangen? Warum? Sie hätte doch einfach unten die Polizei rufen können. Und ich weiß, wenn mir sowas passiert, ich hätte spätestens, wenn ich unten mein Handy gefunden hätte, wäre ich nie wieder in die Wohnung zurückgegangen. Nie. Obwohl, okay, du wüsstest natürlich auch nicht, ob er nicht auch draußen auf der Straße ist. Aber jetzt ist echt verarscht. Bloß, wie hat der das überlebt, wenn er so einen Ziegelstein auf dem Schädel kriegt? Also im Prinzip, soweit ich weiß, kann man gar nicht überleben in dem Game. Man stirbt so oder so. Die Tatsache einfach, dass dich einfach jederzeit irgendjemand beobachten, verfolgen kann, ohne dass du es anfangen merkst, erst wenn schon zu spät ist und du denn, wenn du es bemerkst, nach Hilfe fragst und dir niemand hilft, ist so furchtbar, einfach so grauenhaft. Das mag ich mir gar nicht vorstellen, ey. Ich wünsche niemanden, dass jemand sowas passiert, ohne Scheiß. Den Leuten, denen sowas passiert ist, ey, wünsche ich von Herzen alles Liebe, dass sie irgendwann wieder ein normales Leben führen können. Weil sowas wirst du doch nie mehr los, ja. Gut. Aber das war das Game von Schillers Art Coffee Shop? Wie peinlich, ich weiß für den Text nicht mehr. ja, war ein sehr, ganz, sehr, sehr gutes Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir echt mega gefallen. Ich habe auch noch den Convenience Store. Wenn ihr den auch mal sehen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wie euch das Game gefallen hat, wenn ihr selber spielen wollt. Unten in der Videobeschreibung erhaltet ihr den Link dazu. Ja. I like this game. Very good. I love it. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim neuen Let's Play wieder. Im kürzeren. Für alle Leute, die es nicht wissen, die wollen bestimmt, warum Terror at Oak hat nicht gekommen ist, guckt bitte gerne mal in die Community-Tab vorbei, da habe ich alles genau erklärt. Es gab wieder Probleme mit OBS. Und 4 Stunden Aufnahme sind futsch. Ja. Und momentan ist das Spiel auch steuerungstechnisch fast gerade am Ende nicht richtig spielbar. Ich hoffe, es kommt nochmal ein Update, dann probiere es nochmal für euch aufzunehmen. Vielleicht nicht an einem Stück, weil 4 Stunden doch gerade schon lange sind, sondern eher in mehreren Teilen. Aber im Moment bleibe ich erstmal bei etwas kürzeren Games und am 6. März kommt auch ein neues Game und ich hoffe, das funktioniert endlich mal wieder. Aber alles in allem würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Und lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und die Glocke, damit die immer schön klingelt, wenn was Neues kommt und ihr nichts mehr verpasst. Und bis dahin, macht's gut, ihr Lieben, passt alle gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.